Moin moin und herzlich willkommen mal wieder nach Ewigkeiten hier zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal und zwar mal wieder eine Hansa-Karriere bei FIFA und zwar FIFA 20 jetzt und ich möchte mich entschuldigen, dass in den letzten Monaten so gut wie gar nichts kam und sowas, aber jetzt soll es wieder aktiver werden, auch das FM17 Projekt, in dem wir dort im Karrieremodus spielen und unter anderem bei Grindavikur im aktuellen Zeitpunkt sind. Soll weiter bzw. zu Ende geführt werden. Dann möchte ich noch demnächst, wenn das zu Ende geführt ist, auch ein neues FM-Projekt starten. Mehr dazu werdet ihr dann aber sehen. Und halt dieses Projekt soll jetzt vor allem auch kommen, indem wir mit Hansa Rostock wieder versuchen, erfolgreich zu spielen und mindestens in die zweite Liga kommen wollen. Was das alles so wird und so, werden wir dann sehen und dann gehen wir in den Spielstand schon hinein. Und dann gehen wir in die Turniereinladungen und da hatten wir drei sehr interessante Angebote für Turniere und wir haben uns dann für das erste entschieden, wo wir gegen Zürich und Co. spielen. Außerdem wurden wir von unserem neuen Torwart Markus Kolke gleich mal im Verein begrüßt und bedankten uns dabei und freuten uns sehr auf die Zukunft mit ihm und dem Rest des Teams. Und dann gingen wir in die Vorbereitungsphase, wo wir drei Spiele hatten, die nicht so gut gelangen. Und zwar eine 0-1 Niederlage zuerst gegen die Wycombe Wanderers, dann eine 1-2 Niederlage gegen Fuenla und geendet hat das Ganze dann mit einem 0-0 gegen den FC Zürich. Und somit war unsere Vorbereitungsphase beendet und wir konnten in die Saison gehen. Und dann hatten wir auch schon unsere erste Pressekonferenz vor unserem ersten Spiel gegen Viktoria Köln. Und dort wurden wir zuerst gefragt, wie es denn aussieht nach dem enttäuschenden Aus in der Vorbereitung, aus dem Vorbereitungsturnier, wie sich das auswirkt und ähnliches. Und dort antwortete ich darauf, dass es natürlich enttäuschend war, was natürlich die Moral im Team erstmal verschlechterte, aber dass wir uns auf die Zukunft konzentrieren wollten und die Liga halt deutlich wichtiger ist als das, was die Vorbereitungsphase war. Und dort wurde nur gefragt, ob der Aufstieg dann Realität werden kann, trotz der Vorbereitung. Und dort war ich natürlich sehr optimistisch, dass wir es auf jeden Fall anpacken wollen und im Optimalfall machen wollen. Und dann wurden wir gefragt, ob wir Breyer als Startspieler, also Stammspieler behalten wollen. Und wie das da bezüglich ihm aussah. Und dort machten wir ihm auf jeden Fall sehr viel Hoffnung. Wobei man auch sagen muss, dass wir natürlich bei schlechten Leistungen auch jemanden anders von Anfang an bringen können, wie zum Beispiel ein Erik Engelhardt oder ähnliche, aber zuerst ist er dann mal gesetzt. Und nachdem die Pressekonferenz war, gab es noch ein bisschen Probleme mit Verhoek, denn der wollte unbedingt auch spielen, aber er spielt bei mir erstmal nicht eine so richtige Rolle. Und damit gehen wir dann auch schon in den ersten Spieltag der Saison. Im eigenen Stadion gegen Viktoria Köln, sieht man unten ja auch Ostseestadion, Hansa Rostock die Heimmannschaft, Viktoria Köln die Auswärtsmannschaft. Und dort sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie wir in die Saison starten. Die Ziele waren ja auch gesteckt und gegen den Aufsteiger sollte man im Optimalfall schon punkten. Hier sehen wir Nummer einen der wichtigsten Spieler von Köln und zwar Boniaku, der erfahrene Spieler. Wird auf jeden Fall einer der wichtigsten Spieler bei Viktoria Köln in dieser Saison. Und hier sehen wir unsere Aufstellung. Wir spielen von Anfang an mit Kolke im Tor, Altschwede, Riedel, Sonnenberg und Riebel in der Verteidigung. Auf der Doppel-6 mit Bülow und Hildebrand. Auf Außen mit Opoku und Schärf als Zehner Vollmann. Und im Angriff natürlich von Anfang an Pascal Breyer mit der 39. Und da sind wir sehr gespannt, wie das so laufen wird bei uns. Viktoria Köln wird auch gleich die Aufstellung angezeigt. Die spielen mit einem 4-2-3-1, müsste das sein. Auf jeden Fall mit Mesenhöhler im Tor. Dann in der Verteidigung Goronkiewicz, Fritz, Willers und Holthaus, der Ex-Rostocker. Außerdem haben sie Ristel und Deji, oder wie er ausgesprochen wird, auf der 6, Handle und Holzweiler auf Außen. Wunderlich als Zehner und der erfahrene Boniaku im Sturm. Und dort sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Mesenhöhler habe ich ja schon das ein oder andere Mal bei FIFA im Tor gehabt. Also ich war immer ein großer Fan von ihm, fand ihn auch sehr sympathisch, weil er auch von Union Berlin kommt und ich auch
Union Berlin sehr sympathisch finden und dann ging es auch schon in unser erstes Spiel. Wir werden dieses Spiel aber in Highlights zeigen und da gehen wir auch gleich ins erste Highlight. Und zwar spielt Vollmann den Ball auf Breyer. Breyer setzt sich gut durch, passt den Ball gut weiter auf Hildebrand und Hildebrand mit einem schönen Schuss, aber ganz knapp am Tor vorbei. Das wäre natürlich schön für unseren Sechser gewesen, wenn der gleich mal im ersten Spiel hier ein Tor gemacht hat. Ist auch ein super Schuss, aber er geht leider ganz knapp am Tor vorbei. Sehr, sehr ärgerlich. Und dann gehen wir schon in die nächste Chance. Und zwar für Viktoria Köln. Diesmal die erste Chance. Die kombinieren sich hier gut durch. Dann Bunyaku wird nicht vernünftig gestört. Macht einen Doppelpass mit Holzweiler. Ist damit an unserer Verteidigung vorbei und macht den Ball ins Tor rein. Zum 1-0 Führungstreffer mit der ersten Viktoria Köln Chance. In der 18. Minute. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Viktoria Köln freut sich da sehr. Und wir wissen nicht, wie das passieren könnte. Da zu leicht aussteigen lassen. Und dann Bunyaku schön abgeschlossen. Starker Doppelpass auf jeden Fall von Köln. Sonnenberg sah nicht hundertprozentig gut aus. Und ja, die Kölner freuen sich halt. Dann gehen wir in die 29. Nächster schöner Ball von Bunyaku auf Außen auf Holzweiler. Also die waren heute gut zusammen drauf. Holzweiler hat auf Außen den Ball, setzt sich da gut durch, spielt den Ball auf Gronkiewicz zurück. Der bringt ihn rein. Sonnenberg sieht wieder nicht gut aus und der Kopfball von den Kölnern landet bei Riedel. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Dann gehen wir in die 38. Minute. Handler über Außen mit dem Ball, wird nicht vernünftig gestört, spielt dann auf Bunyaku, der wieder mit einem schönen Ball nach vorne auf Wunderlich. Riedel sieht nicht gut aus gegen Wunderlich. Wunderlich bringt den Ball rein. Der erste Schuss kann abgeblockt werden von Kolke, aber beim zweiten hat er dann auf dem Boden liegen keine Chance. Gronkiewicz, der Außenverteidiger hier mit dem 2-0 Treffer. Das ist sehr, sehr ärgerlich für die Rostocker und die Kölner freuen sich da natürlich sehr drüber. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier über Außen kommt der Ball rein, erst schön abgeblockt von Kolke, aber dann kann er da beim zweiten nichts mehr machen. Auch sehr schön vom Außenverteidiger der Kölner da geschossen, also sehr, sehr ärgerlich. Da kann man Kolke keine Schuld geben, das ist auf jeden Fall die Schuld unserer Abwehrreihe. Und der Außenverteidiger mit seinem ersten Saisontreffer gleich mal. Und ja, dann gehen wir auch schon in die nächste Chance hinein. Und zwar wieder die Kölner. Wieder geht's über Bunyaku. Wieder setzt er sich gut durch. Wunderlich dann auf Handle. Der setzt sich gut durch, schießt, aber Kolke kann gut parieren. Dann kann Schärf den Ball schnell nach vorne bringen, der auf Vollmann. Vollmann setzt sich da gut durch und sieht, dass er vielleicht mal durchsprinten kann. Setzt sich da wunderschön mit einem wunderschönen Sprint durch. Zieht aufs Tor, zieht dann zurück, passt den Ball rein auf Schärf, der im ersten Versuch nicht rein und im zweiten geht der dann über das Tor. Sehr, sehr ärgerlich, das war auch die letzte Chance der ersten Halbzeit, also sehr, sehr schade für die Rostocker. Und dann in der 51. Minute wieder die Kölner, wieder geht der Ball über Bunyaku, diesmal auf Wunderlich, der nochmal auf Außen auf Holzweiler, der bringt ihn nochmal ganz raus auf Gronkiewicz, der wird nicht vernünftig gestört, bringt den Ball rein, Bunyaku köpft, Kolke hält ihn, der Ball kann nicht vernünftig geklärt werden und ausgerechnet der erfahrene Spieler Altschwede haut ihm Bunyaku perfekt hin, der den dann nur noch einschieben muss. Zweiter Saisontreffer von Bunyaku, Doppelpack zum 3-0 und das ist ein Start, der für Hansa genau falsch läuft, also genauso, wie man es nicht erwartet hätte, gegen den Aufsteiger hier 0-3 hinten zu liegen. Das darf einfach nicht passieren, vor allen Dingen gegen die Ex-Rostocker, Holthaus und Dotschev. Das war es auf jeden Fall mit der Chance und dann gehen wir in die nächste Aktion und zwar einen Wechsel. Und zwar machten wir dann gleich alle drei gleichzeitig und zwar gegen Opoku, Breyer und Pepic, und Bülow raus und Pepic, Atilgan und Engelhardt kam rein. Dann gehen wir in die nächste Chance, wieder die Kölner, wieder wird man nicht vernünftig dort gestört. Bunyaku kann schießen, prallt erst noch ab und dann landet er wieder bei Bunyaku, der den schön am Torwart vorbei reinmacht. 4-0, Hattrick für Bunyaku, das ist sehr, sehr ärgerlich für die Rostocker. Da war jetzt auch sehr viel Pech mit dem Abpraller bei, aber auch sehr schlecht wieder verteidigt, wieder viel zu offen ihn da stehen lassen und dann Kolke keine Schuld, denn, ja, der kommt dann auch raus, kann vorher nicht damit rechnen, dass er so komisch dort landet und die Kölner mit einem 4-0 als Aufsteiger gegen die erfahrene Drittligamannschaft. Das darf eigentlich nicht passieren. Albert Bunyaku freut sich über die Spiele natürlich sehr, denn er hat jetzt schon 3 Treffer gemacht. Und dann gehen wir in die nächste Chance in dieses Spiel.
war aus Rostocker Sicht leider immer noch nicht zu Ende. Bunyaku nämlich nochmal über außen, kann wieder nicht vernünftig gestört werden, bringt den Ball rein auf Wunderlich und der köpft ihn auch nochmal rein. Also auch der darf nochmal treffen. 5:0. Erbärmliche Leistung der Abwehrreihe der Rostocker an diesem Spieltag. Das ist ein absolut schlechter Start. Am ersten Spieltag 0:5 geht man gegen den Aufsteiger. Und sowas darf einfach nicht passieren. Und ja, das war dann auch der letzte Treffer in der Partie. Das kann ich schon mal spoilern, auch wenn gleich noch eine Aktion kommt. Aber ja, einfach ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Und mit den Ambitionen, die man hat, dass man eventuell aufsteigen will, darf man so ein Ergebnis auf gar keinen Fall eigentlich holen. Hier sieht man auch, wie sich der Trainer ärgert. Und ja, Wunderlich freut sich mit seinem ersten Treffer hier beim 5:0. Also die Kölner sind gut drauf, die Rostocker im eigenen Stadion nicht. Und die haben auch den Wut der Fans nach dieser Leistung auf sich gezogen. Und auch die letzte Chance ist eine Chance für Viktoria Köln. Handelt nochmal mit dem Ball rauf, kann aber geklärt werden. Und dann ist das Spiel hier zu Ende. 0:5, wie eben schon mehrmals gesagt. Sehr, sehr schlechte Leistung. Da muss man auf jeden Fall in den nächsten Wochen Besserung zeigen. Vor allen Dingen, wenn man wirklich die Ambition Aufstieg haben will. Aber sowas darf man eigentlich schon gar nicht mehr sagen nach so einer Leistung. Dann geht es auf jeden Fall auch um die Interviews nach dem Spiel. Und ja, dort muss der Trainer was zu der Leistung sagen. Sehr enttäuscht nach dem Auftakt. Das erste Pflichtspiel für den FC Hansa und dann so eine Leistung. Und ja, der Trainer sagt auch gleich, dass es nicht gut war. Aber man sich auf jeden Fall in Zukunft zusammenreißen will und bessere Leistungen bringen will. Dann ging es nochmal wieder über Breyer, der heute zwar auch eine schlechte Leistung gebracht hat, also auch nicht viel zu sehen war von ihm, aber immerhin noch ja minimal besser als vielleicht der Rest. Vollmann war mit Abstand der Einzige, der vernünftige Leistung gezeigt hat. Dann vielleicht noch Breyer, aber auch der hat ja nicht wirklich eine Chance hingekriegt. Aber den Rest, die Abwehrreihe und so, kann man auf jeden Fall vergessen. Und die letzte Frage war dann, was ist heute schiefgelaufen? Und dort nahm der Trainer dann auf jeden Fall die Schuld auf sich. Das war nicht perfekt aufeinander eingestimmt alles. Und dementsprechend hofft man, dass man im zweiten Spiel, was man auch gleich noch sehen wird, eine bessere Leistung bringen kann. Für alle, die es interessiert, ist dann hier auch nochmal die Tabelle und die restlichen Spiele zu sehen. Also für uns halt kein guter Start und dementsprechend der 20. Tabellenplatz. Vor dem zweiten und damit für heute letzten Spiel gegen Halle, am zweiten Spieltag in Halle, wollten wir uns dann bei der Pressekonferenz nochmal ein bisschen kämpferisch geben. Und dabei ging es zuerst ja nochmal darum, dass es kein gutes Spiel war und man wissen wollte, ob ich denke, dass wir die Wende schaffen können. Ich bin da sehr zuversichtlich. Natürlich wollen wir oben in der Tabelle stehen und dementsprechend in diesem Derby gegen Halle auf jeden Fall alles geben. Und dann wurde gefragt, wie wir darauf vorbereitet sind. Da sagte ich natürlich, dass wir auf jeden Fall eine deutlich bessere Leistung bringen wollen. Denn das letzte war ja total, ich sag's jetzt nicht, den Ausdruck. Ja, das war natürlich für die Teammoral nicht so gut, aber musste man natürlich sagen, dass das ein absolutes schlechtes Spiel war. Und dann motivierte ich nochmal, weil wir natürlich einen guten Kader haben und dementsprechend da nicht mehr kommen müssen. Das kam natürlich beim Kader gut an. Und dementsprechend und gehen wir jetzt mit einer besseren Stimmung ins nächste Spiel. Und damit gehen wir dann auch schon, wie angekündigt, ins letzte Spiel für heute, den zweiten Spieltag gegen den Halleschen FC. Und zwar in Halle gegen die Hallense. Und hier sehen wir nochmal, wie sich die beiden Mannschaften warm machen. Und dann gehen wir auch schon in das Spiel hinein. Nein, hier sehen wir das Stadion des Gegners, den Erdgas-Sportpark, wie wir jetzt auch hier unten lesen können. Der Hallescher FC Heimmannschaft, Hansa Rostock Auswärtsmannschaft. Hier sehen wir dann, wie die Mannschaften auflaufen. Hier zum Beispiel mit Breyer und Schärf zu sehen. Dahinter auch Vollmann müsste es sein. Und daneben war, glaube ich, entweder Omladic oder Butzen zu sehen. Hier nochmal
die Mannschaften zu sehen. Und dann sehen wir hier Butzen und Kolke, sowie rechts dann auch langsam Riedel, dann links noch den Schiedsrichter dazu und dann gehen wir in die Aufstellungen. Hier sehen wir die Aufstellung von Halle mit Müller im Tor, in der Verteidigung Göbel, Landgraf, Schilk und Galle. Dann im Mittelfeld mit Wasshausen, Jopek, Linden, Hahn und Bahn und im Sturm mit der Doppelspitze Sohm und Fetsch. Auf der anderen Seite waren die Rostocker. Hier sehen wir aber erstmal, wie sich die beiden Mannschaften mit dem Schiedsrichtergespann abklatschen. Und dann sehen wir hier die Aufstellung der Rostocker, die mit Kolke im Tor, Butzen, Riedel, Riebel und Neidhardt in der Verteidigung, Bülow, Pepic, Omladic und Schärfe im Mittelfeld, Vollmann als Zehner und Breyer als Stürmer, also Omladic und Schärfe auf den Außen im Mittelfeld, Pepic und Dings auf der 6 und dann halt der 10er mit Vollmann und im Sturm Breyer, also von der Aufstellungsposition her wie im Spiel zuvor. Dann gehen wir in die Partie 9, in die 5. Minute, da gleich mal Halle mit der ersten Chance, hier wieder nicht so gut aussehend die Verteidigung, aber Zoom trifft zum Glück nur den Pfosten, dementsprechend wird Hansa dafür nicht bestraft. Aber wieder ein bisschen zu offen gemacht das Ganze und dann nicht perfekt die Abwehrfalle gemacht. Und auch Kolke war hier nicht zu hundertprozentig perfekt drauf, aber er kann dann seinen eigenen Fehler wieder gut machen, den schlechten Pass und den rausholen. Das wäre es ja noch gewesen, kann sich so ein bisschen Selbstbewusstsein wieder zurückholen. Aber da sieht man, wie das Selbstbewusstsein der Rostocker nach diesem 0:5 gegen Viktoria Köln angeknackst ist. Jetzt aber mal die Rostocker, Vollmann auf Bülow, der auf Breyer. Breyer läuft hier jetzt ein bisschen, spielt dann auf Außen zu Butzen. Butzen hat den Ball, setzt sich dann hier gut durch über Außen, bringt den Ball rein auf Schärf und der köpft leider am Tor vorbei. Und hier seht ihr was leider noch ein paar Mal in diesem Spiel passieren wird. Und zwar gibt es manchmal Probleme mit den Aufnahmen, die ich gemacht habe, von der PS4 aber aus. Und dementsprechend sind da diese Hacker drin, die ich nicht komisch geschnitten habe, sondern das ist einfach so ein Problem mit den Aufnahmen. Jetzt aber Omladic auf Breyer, der setzt sich gut durch, wieder so ein komischer Schnitt da, den ich nicht gemacht habe, und Breyer mit dem Tor. Wir sehen uns aber gleich nochmal ein bisschen mehr davon an, denn zumindest in der Wiederholung sieht man mehr als nur den Schuss und den zweiten Kopfball, denn hier sieht man, wie er sich gut durchsetzt, schießt, der Torwart kann nochmal gut parieren, aber Breyer dort über Außen, dann mit dem Kopfball noch als zweite Chance und der geht rein, da haben wir also noch Glück, dass er den wenigstens reinmacht und somit unser erstes Tor in dieser Pflichtspielsaison. Sehr schön, also Pascal Breyer, der freut sich dann natürlich zusammen mit dem Rest der Mannschaft. Erste Führung in dieser Saison am zweiten Spieltag, erster Treffer und vor allen Dingen für Breyer, den wir nach dem letzten Spiel aufgebaut hatten. Freut mich das natürlich sehr, er freut sich da natürlich auch sehr. Und dann passierte lange Zeit nichts, dann in der 44. Minute nochmal Halle über Außen, setzt sich gut durch und Butzen kommt da leider einen Schritt zu spät. Sieht dafür dann auch die gelbe Karte und einen Freistoß für Halle aus einer guten Position. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, wir sehen das jetzt nicht so eng für Butzen. Da passiert mal sowas. Man kommt mal zu spät, auch wenn sich der Trainer da aufregt. Aber sowas passiert halt auch mal. Dann über Außen der Freistoß. Bahn bringt ihn rein. Der kann nicht weggeköpft werden. Und dann gefährlicher Kopfball der Hallenser, da er am Tor vorbeigeht. Also nochmal Glück gehabt. Somit geht man also mit einem 1:0 in die Halbzeitpause. Denn Halle versucht es hier zwar nochmal, aber Omladic interveniert da gut und bringt den somit ins Aus, wodurch der Schiedsrichter abpfeift und es somit mit 1:0 in die Halbzeit geht. Das ist natürlich ein guter Spielstand, um damit in die Halbzeitpause zu gehen. Denn das baut uns psychologisch wieder ein bisschen auf. Neidhardt holt hier gut den Ball auf Pepic, der auf Breyer, der gut auf Vollmann weiter. Vollmann setzt sich da gut durch, spielt ihn dann am Gegner vorbei. Der Ball landet bei Schärf, dessen Schuss kann aber abgeblockt werden und auch zum zweiten Kopfball kommt keiner mehr ran. Bülow bringt den aber wieder ins Spiel auf Vollmann, der auf Omladic raus, der auf Butzen raus, der setzt sich hier gut durch, aber nur eine Ecke da Bahn den gut klärt.
Aber auch damit ist die Situation noch nicht zu Ende. Pepic springt den Ball nämlich rein auf Riedel. Der Abwehrchef mit einem wunderschönen Kopfball und macht hier den 2:0 Führungstreffer. Wunderschöner Kopfball. Und endlich scheint das Selbstbewusstsein der Rostocker wieder da. Und da sieht man auch, wie alle zusammenlaufen und sich zusammen freuen. Das sieht also gut für die nächsten Spiele aus, dass man sich da eventuell wieder aufbaut. Hier die Ecke von Pepic. Und dann steigt Riedel da am höchsten und dann perfekt in den Winkel geköpft. Also da kann man sich auch nicht bei den gegnerischen Spielern beschweren, denn der war einfach perfekt geköpft. Der Abwehrchef der Rostocker, also mit dem 2:0 Treffer. Und in der 59. wollte man dann noch mehr um Ladic über außen. Immer noch am Ladic am Ball, der wird nicht richtig angegriffen. Spielt dann auf Breyer, der auf Vollmann, der schießt, aber kriegt leider, weil er da den Ball zu weit hinten von Breyer gekriegt hat, nicht wirklich einen guten Schuss rauf. Pepic bringt den Ball hier wieder ins Spiel. Aber die Hallenser jetzt mit dem Ball spielen da gut zusammen, verlieren dann aber den Ball. Hier dann wieder das blöde Problem mit der Aufnahme. Dann Vollmann auf Bülow. Bülow sieht Omladic schön. Der Torwart steht zu weit rechts und somit kann Omladic den links verwandeln. Schönes Tor hier, 3:0 in der 65. Minute. Das freut die Rostocker natürlich sehr. Hier sehen wir nochmal, guter Pass von Vollmann zurück auf Bülow. Bülow auf Omladic und Omladic dann schön in die linke Ecke. Auch er mit seinem ersten Saisontreffer. Und so baut man sich also nach dem 0:5 jetzt richtig schön auf. 3:0 im Stadion von Halle, die damit sehr schlecht drauf sind. Butzen geht dann raus und Altschwede kommt rein. Direkt danach dann noch zwei weitere Wechsel, und zwar kommt Vollmann für Opoku, geht Vollmann raus für Opoku, der auf links geht, und Schäf auf die Zehnerposition. Und hier jetzt die Chance für Halle, aber der kann noch pariert werden. Machen wir das nochmal sehr komisch. Und Omladic ging ebenfalls raus, dafür kam Engelhardt rein und Breyer auf die M-Position. Und dann gehen wir in die 76. Minute, Schäf jetzt der neue Zehner. Auf Engelhardt, der eingewechselte Stürmer, will weiterpassen, kriegt den Ball aber nochmal, schießt dann einfach mal rauf, aber Müller pariert den stark. Will den Ball dann wieder heiß machen für Halle, aber kurz danach wieder die nächste Chance für Hansa, jetzt mit Engelhardt, schöner Schuss, der aber nicht reingeht, und Schärf steht dann nicht im Abseits, nimmt den Ball auf, der von Engelhardt gegen den Pfosten geht und verwandelt ihn dann, muss ihn ja halt auch nur noch einschieben. Somit also das Eigengewächs der Rostocker hier mit dem nächsten Treffer. Aber hier auch nochmal stark gemacht von Engelhardt, setzt sich gut durch und trifft dann leider nur den Pfosten. Und Schärf braucht den dann nur noch einschieben. Die Nummer 20 der Rostocker, beziehungsweise Schweriner, ja, in Schwerin aufgewachsen. Und halt bei Hansa in der Jugend groß geworden. Ich glaube, in der C-Jugend ist er ja zu Hansa gestoßen von Schwerin. Und jetzt nochmal Halle kurz vor Schluss. Aber dann ist auch die Zeit vorbei und das Spiel wird abgepfiffen. Hansa also nach dem 0:5 jetzt mit einem 4:0 Sieg, also kann man sich endlich wieder freuen. Währenddessen auf der anderen Seite Halle nach dem 1:3 gegen Uerdingen jetzt die nächste heftige Niederlage mit 0:4 gegen Hansa und somit 1:7 Tore nach zwei Spielen für die Hallenser. Hansa hingegen freut sich mit jetzt 4:5 Toren nach zwei Spielen und wenigstens drei Punkten. Leider habe ich die Tabelle verpeilt, für den zweiten Spieltag zu machen. Das heißt, die nächste Tabelle wird erst wieder nach dem dritten Spieltag im nächsten Part zu sehen sein. Und dann gehen wir jetzt in die Interviews nach dem Spiel. Diesmal natürlich ein deutlich erfreulicheres Ergebnis, was wir unten links sehen. 0:4 diesmal. Warum hat Nate keine weitere Chance in der Startelf bekommen? Und ja, da haben wir dann halt gesagt, dass er sich halt im Training nicht gut genug aufgezeigt hat und er auch noch Chancen kriegen wird, aber halt jeder seine Chancen bekommen soll und er dementsprechend heute nicht gespielt hat. Dann wurde darüber gesprochen, dass man gegen einen Rivalen eine recht gute Niederlage holen konnte, also für den Gegner eine Niederlage, also für uns ein sehr starker Sieg. Und da lobte ich auch nochmal die geschlossene Mannschaftsleistung heute und dass wir das sehr gut gemacht haben bei diesem atemberaubenden Sieg. Und dann wurde nochmal darauf hingewiesen, dass es ein komfortabler Sieg war mit 4 Toren und wie das Spiel auch hätte verlaufen können.
Und ja, da haben wir gesagt, wir hätten noch höher gewinnen können. Denn Halle war überhaupt nicht im Spiel. Hätten wir noch die eine oder andere Chance genutzt, hätte das tatsächlich noch höher als 4 zu 0 enden können. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.